Jo Leute und herzlich willkommen zu dem zweiten Client Launcher Video. Es hat ein paar Erneuerungen gegeben. Was bedeutet ein paar? Das sind die lang erwarteten Erneuerungen. Erstmal, was man jetzt auf den ersten Blick sieht, ist, dass der Login Screen ein bisschen verändert wurde. Der Button hier ist ein bisschen anders geworden und ich glaube der Language Button auch. Insgesamt hat man hier dann ganz normal seine Clients. Wem es direkt aufgefallen ist, das ist ein neuer Background, der ist animiert und der ist total lecker. Und die kann man hier ganz normal ändern. Hier ist der alte auch, falls man den möchte. Noch ein anderer Background und der animierte natürlich, der mir am besten gefällt. Ich würde den einfach immer benutzen. Dazu gibt es dann jetzt endlich den Alt-Manager, wo man auch ganz normal seine Alts adden kann. Sprich, man könnte hier seinen Main-Account adden, wenn man wollte. Und man kann sogar Cracked Alts adden, falls man das braucht. Und natürlich, das Wichtigste ist, dass man jetzt Alt-Tokens von unserer Seite einlösen kann. Das wird auch noch in Clients eingebaut, sprich, dass man in Clients selber seine Alt-Tokens einlösen kann, so wie es in anderen Clients mit MC-Leak-Tokens ist. Und ja, das ist eigentlich alles, was an dem Client-Launcher neu gemacht wurde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe ja gesagt, dass ich jetzt öfters mal so kleinere Videos von Updates machen werde. Das andere Video war vielleicht jetzt ein bisschen länger und hat ein bisschen mehr erklärt, aber schließlich kann man nicht mehr in dem Update zeigen, außer halt zu sagen, dass es hier diese neue Bar gibt mit den Alt-Manager und allem und das ist zwar nicht viel, aber es ist bedeutend, zumindest der Alt-Manager. Damit sehen wir uns dann morgen bei einem anderen Video wieder. Noch ein schönes Wochenende, haut rein, ciao.